Herzlich willkommen hier zur neuen Folge hier im Thüringen 2. Wir setzen die Ernte fort mit Raps und wir haben mit Hafer begonnen auf Feld 45, was ich mir gegönnt habe. Ja, so ein kleines Feld. Wir werden gleich mal das Überladefahrzeug entleeren und dann können wir gleich. Kann er gleich Platz machen für den roten da, für Stroh. Dann können wir uns irgendwann mal anmachen und die ja, Aussaat ne, vorbereiten erstmal. Ne. Ja, ausladen, überladen. Bei Feld Nummer 47 versuchen mit Auto reinzufahren. Abzufahren. Muss ich aber erstmal noch sehen, dass ich hinkriege. Ich hab's noch nicht gemacht. Entschuldigung. So. Der 90% und der andere ist bei 60. Mal sehen, ob wir das hinkriegen, ne? Mal schauen, was der globale Markt so an Preise hat. Noch nicht geschaut. Das dauert hier ein bisschen noch hier. Gucken wir gleich nach. Das kann sich ja im Prinzip stündlich ändern, ne? Farmhaus. Viehweide. Jetzt suchen wir ein paar Meter und dann haben wir hier einen globalen Markt. Wäre was gewesen. So, was haben wir? Raps kostet 1000, können wir für 1004 bekommen. Schon mal gut aus. Weizen ist gar nicht drin. Das ist auch super. Wenn es am Weizen nicht drin ist, dann ist der Preis maximal. Wasser. Dünger ist teuer. Ansonsten brauchen wir nicht. Kalk müsste ich überlegen. Saatgut wäre auch eine Überlegung wert. Ne? Wir brauchen dann ja was. Muss ich kondensieren. Oh, mehr Gerste, haben wir eh nicht. Wir haben Weizen, wie gesagt, das ändert sich ständig. Also, da muss ich ja sehen, wenn wir dabei sind und dann verkaufen können. So, und dann mal kurz wieder zurück. Einsteigen, ich schließe mal ein Feld ab hier und dann oder die zwei. Und dann machen wir dann mit Hafer weiter. Hafer muss man vor sein. Raps, Hafer, 70%. Wie gesagt, denke mal, das ist auch nicht ganz optimal gedüngt. Wahrscheinlich auch nicht gekalkt, wahrscheinlich auch nicht geflügt. Und da ist der Ertrag nicht so hoch. Ne? Und hier, da die Ecke ist fertig. Die Ecke noch. Dann wollen wir gleich mal was klauen. Der C-Herr, der nach Holland, ist auch schon mal 60-80%. Also 70 aktuell, gleich 70 hat er jetzt. Hier klauen wir gleich mal was. Dann kommt der Rest, hängt auch klar. Wir haben noch Glück gehabt, aber nicht weit weg sind. Sonst ärgerlich, ne? Erdbeeren kann man nicht überstehen, ne? Kann man gleich überdüsen. Der rote kann weg.
Sobald es, ja gut. Aber Holland ist bei 80%, da düsen wir rüber. Jetzt bald melden und dann können wir gleich um den anderen kümmern. Abfahrer der für Hafer. Naja. Können wir ja zwei Fahrzeuge nehmen. Wir noch mal einprobieren und dann einen zweiten dazu nehmen. Wir haben nur ein Fahrzeug genommen, ne? Sonst hätten wir mit zwei ja starten können. Also Verband ernten. Das Feld hat sich bald gelohnt, Verband zu ernten. Na gut, das nächste Mal vielleicht. So, das wird das. Keine Weile dauern. In der Zeit flitzen wir ganz schnell zum Abfahrer für Hafer. Ein grün John Deere. Oh, das Ausdauer heute. Heute hat er Ausdauer. Heute hat er so, rüber zum. Nur mal gucken mit Outdrive, ob wir hier schon Kurs haben. Ne? Also, das ist der Kursplay hier. Selbst wenn hier ein Kurs wäre, würden wir schauen, dass wir da jetzt den Weg, wo wir jetzt Kursgefahr fahren lassen würden. Könnte man eigentlich fahren lassen, so, ne? Selber Kurs. Das ist der andere Kurs vom Hof 5. Das ist der Rapskurs. Das ist der Raps. Rapsfeld, da muss man ein Feld weiterfahren. Das wäre ja so eine Überlegung wert. Denselben Kreis fahren mit Autodrive. Das wäre ja fast wie perfektes Fahren. Ne? Wir können ja nachher ein bisschen nachjustieren, wenn es irgendwo Ecken sind und Kanten sind, wo nicht so schön ist. Wo es nicht fast perfekt ist. Ne? Das Feld einfahren, das können wir ja nachher immer noch. Hafer voll, ja. Dann nehmen wir gleich mal eine Fuhre mit. Wo ist er da hinten, ne? Mein Fernlass ist dabei. Weißt du, schön, Adlerauge bei Wachfahrt, ne? Oder viel Stroh. Wir müssen nur sehen, ob wir den zweiten Abfahrer dazu kriegen auf diesem Feld hier. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und wir brauchen Stroh für den Winter, ne? Also ja. Ja, mit 9 Tagen an dem Spiel oder mit 6, bin ich noch nicht ganz schlüssig, ob man mit 6. Ich denke, mit 6 sind wir ganz gut gefahren. Wenn du 9 Tage nimmst, dann kannst du auch rechnen. 3 Tage März, 3 Tage April, 3 Tage Mai, Frühling, Sommer auch 3. Je 3 Tage. Machst du, na gut, da wäre 2-2-2, ne? Also, ja, würde auch gehen. Muss ich mal sehen, am besten. Ich weiß noch nicht genau. Das Blöde ist, wenn die Karte kommt, früher als ich denke, und ich muss vorher umdisponieren, ne? Also wirklich umdisponieren. Also, ich möchte meine Tiere nicht verlieren. Da wird es ein bisschen schwierig, aber also, mal sehen. Mal sehen, also müsste ich vielleicht ein bisschen tricksen, in Anführungszeichen. Lass mal die Runde fahren, ne? Kann man noch nicht sehen konnten. Das ist aber große Erdbeeren. Hau die schmecken.
da kennt er nichts so. Kennt keine Freunde. Gut. Dann sind die bald fertig, glaube ich, hier. Dann ist Raps abgeschlossen. Und dann kann ich theoretisch... Na, hier ist ein bisschen was zu fahren, ja, wird weniger. Ah, die Ecke ist ein weniger. Der CR hat 60%. Der andere hat 80. Dann müssen wir rüber. Zu schnell. Und Vollmond redet sich so schlecht, ne? Jugendweihe fällt am Arsch, das ist natürlich ärgerlich. Schon 8. Klasse? Die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Hat er nicht an 7 Mal Länge gehabt? 7 Mal, ne? Naja. Ich bin eh vergesslich in der Beziehung. So, das ist hier eine Ahnung noch. Dann ist Raps hast erledigt, Gott sei Dank noch. Wir schauen, ob wir einen freien Traktor kriegen. Der andere war zu schwach. Am Düngen. Gucken, ob ich Kalk kaufen muss. Geflügelt muss nicht. Gib mir dein Zeug. Her damit. Mit schwarzem Gold. Blocking, Raps, selten, klar. Hafe, 40%. Dürfte wieder mehr voll werden, Herr Schwarze. Und da? Jo. Der nächste Strohfahrer kommt gerade wieder. Hey, hey, hey. Ah, das ist ja der Schnelle. Nun muss er warten, ne? So ein Scheiß. Wäre schon da. Hätt's man nicht. Geht ja ziemlich zügig. Also habe ich hier abgeholt. Ja, gut. So, Raps dürfte erledigt sein. Ne, noch mal vorbei. 5000 noch dabei. Ja. Und gleich mal schauen.
Der Haferfahrer ist eine Runde rum. Ja, gut. Können ja zur Not mit dem zweiten Drescher mit reingehen. Mittendrin im Kurs einfach so anfangen. Ne? Geht ja auch. Muss ja nicht hundertprozentig Verband dreschen sein. Hauptsache, es fahren ja zwei. Der ist frech. Wie voll ist der? 38, oder? 58. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ist aber schon Dank reinschauen. Dann sagen wir tschüss und winke winke. Ja, tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen.